Hallo und Savadikap. Ja, ein neues Video. Heute gehen wir mal zu den Autotestern. So, und wir testen heute Toyota Innova 2 Liter Benziner gegen Gas. So, Gas haben wir also im Auto drin, NGV Gas. So. Also es ist im Prinzip alles das gleiche wie beim Benziner. Das ist ja auch ein Benziner. Nur hier haben wir eine kleine Tankanzeige drin. Das ist die Gastankanzeige. So. Hier haben wir die Tankuhr. Wir haben also kein LPG-Gas, NGV, Naturell Gas. Da kann also ein Benziner und ein Diesel mitfahren. Der Unterschied bei den Autos ist, in den Tanks passt kaum Gas rein. In so einem, sage ich mal, 30-Liter-Tank passen gerade 6 Liter Gas rein, weil der unterm Wagen ist und isoliert ist. Wir hatten ja jetzt hier hinten im Auto den dicken Tank drin, das war ein riesen Tank hier hinten drin. Aber den haben wir rausgemacht, da wir den ja als Lieferwagen brauchen für unsere Angestellten. Und da können die ja also nicht die ganzen Kisten über den Tank drüber heben. Haben wir den also ausgebaut, da war einer hier hinten drin und zwei unten runter. So, und jetzt fahren wir mal und werde ich euch den Verbrauch sagen zwischen Gas und Benzin und was das kostet. So, ich werde jetzt also fahren, bis der Tank leer ist. Der fängt also nach einer Zeit lang an zu hupen. Das heißt also Reserve. Und wenn das Gas alle ist, schaltet der automatisch um auf Benzin. Ja, will ich jetzt mal fahren und mal sehen, wie lange diese Tankfüllung reicht. Ja, wir sind jetzt 97 Kilometer gefahren. Der Gastankanzeiger zeigt jetzt rot an. Er piept noch nicht. Mal gucken, bei wie viel Kilometer er piept. Ja, der Unterschied ist, Gas kostet 15 Watt pro Liter. Ja, und Benzin 44. Der Verbrauch ist im Prinzip 1:1. Wir haben jetzt 102 Kilometer. Der piept, da er auf Reserve ist oder das jetzt alle ist. Wollen wir mal schauen, wie lange der dann Gas alle ist und dann auf Benzin automatisch umschaltet. So, jetzt an. Ja, und jetzt schaltet er auf Benzin um. Jetzt wollen wir gleich mal sehen, wie viel Gas reingehen. Ja, wer also ein Auto haben sollte mit Gas, LPG gibt es also viele Gastankstellen, NGV wird nur über PPT-Tankstellen vertrieben, die stellen das selber her, die haben eigene Raffinerien. Und da sollte man sich also einen Plan machen, wenn man günstig fahren will, wo die Tankstellen sind. Ja, ich fahre ja öfters von Udon nach Pattaya. Also ich weiß, dass die nächste von Udon, sind mehrere, zwei in Udon. Und dann die nächste ist kurz vor Khon Ken. Ja, und das andere werde ich bei Google mir raussuchen lassen, wo die Tankstellen sind. Ich weiß ja jetzt, ich komme also 110 Kilometer mit einer Tankfüllung oder mit den Tanks, die ich drin habe. Vorher mit den anderen Tanken waren es 330 Kilometer. So, und dann sollte man sich also das vorher aussuchen, wo die Tankstellen sind. Weil man fährt ja günstig. So, bin jetzt gleich an der Tankstelle. Und dann werden wir mal sehen, was reinpasst in den Tank. Ich weiß also ungefähr wie viel. Will es aber von vornherein nicht sagen. Wir warten ab und schauen auf der Uhr, was da drin ist. Ja.
Und dann sieht man, was man gegenüber den Benziner gespart hat. Und ich denke, dass der Gasverbrauch, also die Fahrt mit Gas, der klare Gewinner ist. So, noch ein bisschen weiter sind wir an der Tankstelle. Ja, und da ist so eine PPT-Tankstelle, NGV, ausgezeichnet. Nicht alle Tankstellen von den Namen NGV, nur einige. So, dann wollen wir mal reinschauen. Also Benzin kostet 44,19 und Gas 15,64. So, wollen wir mal schauen, was reingeht. So, da wird das Gas eingefüllt. Und hier und unten drunter sind die Gastanks. Zwei dicke Brummer. So, und jetzt läuft. Das sind die Einspritzung fürs Gas. Geht rein. 7 Liter. Das ist der Regler fürs Gas. Das ist ein Einspritzmotor. Und was haben wir gebraucht? 132 Watt und 8,4 Liter. Ja, 8,4 Liter. 132 Watt. So, mit Benzin wären es fast knapp 400 gewesen für die gleiche Strecke. Gas und Benzin ist der gleiche Verbrauch. Muss aber ehrlich sagen, wenn ich auf Benzin fahre, hat er ein bisschen mehr Power. Die Beschleunigung ist natürlich besser. Ne, für ein 2 Liter Auto ist es beim Gas nicht so doll. Aber wir haben ja wieso hier nur 90 auf der Straße. Das spielt dann sowieso keine Rolle. Und gerade bei diesen Benzinpreisen ist das also ein richtiger Unterschied. Ich habe ja 5 Autos. Das eine ist der MG, der Benziner. Dann der Pickup, den Diesel. Dann habe ich noch einen Mazda PKW, der läuft auf LPG-Gas. Das ist normalerweise mein Pattaya-Auto gewesen. Das stand in Pattaya. Und wo Corona anfing, habe ich den nach Udon geholt. Was sollte der da rum, weil ich da nicht so oft nach Pattaya bin und nicht so viel spazieren fahre. Das steht jetzt auch rum. LPG-Gas geht in den Tank natürlich viel mehr rein. Und da habe ich einen Donuts, also wo der Reservereifen drin ist, kein Rundentank, sondern da, wo der Reserverad drin ist, ist ein Donuts drin, ein Gastank. Ja, und da komme ich auch gute 300 Kilometer mit. Preis ist fast gleich. LPG und NGV. LPG ist ein Watt billiger. Ja, den Mazda, den brauche ich, der steht also nur rum, genau wie der stand ja jetzt, seitdem wir gekauft haben, nur rum. Ich fahre den jetzt, weil der also in 14 Tagen nach Pattaya bringe ich den zu meinen Leuten. Und das Auto, was wir vorher hatten, das sieht ja nicht mehr so schön aus, das habe ich verkauft und die kriegen den Wagen. Ich muss aber sagen, viel zu schade für die. Ja, werde gleich noch mal einen Test machen, wie viel hier in der Ladefläche reingeht. Und dann muss ich also sagen, das war ein Test. Toyota Innova 2 Liter Gas oder Benzin. Und dann würde ich sagen, wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, es kostet nichts und ihr verpasst nichts. Wenn ihr abonniert, werdet ihr dann gleich automatisch informiert, wenn ein neues Video kommt. Und dann würde ich sagen, tschüss, der Dieter als Autotester heute unterwegs. Jetzt kommt der Test, wie viele Kisten hier reingehen. Hier hinten waren jetzt, das sind 7 Sitze. Die Sitze rechts und links, Klappsitze habe ich ausgebaut. Hier vorne, die Rücksitzbank, auch zweiteilig gewesen, habe ich einen raus und den anderen, den lasse ich
Wenn ich mein Pater bin, will noch einer mitfahren. Den klappe ich jetzt mal hoch. So sieht es also aus, wenn er vollgepackt ist. 3, 4, 5, 9 Kisten. Das ist, was wir also jedes Mal für eine Tour haben. Ja, und das ist also mein 5. Auto. Ja, und das war es jetzt also. Autotest mit Beladung.